Einen wunderschönen Samstagnachmittag wünsche ich, meine lieben Fußballfreunde. Ja, wir sind wieder live auf diesem Kanal am Samstag, den 26. Spieltag der Bundesliga mit der Partie SV Darmstadt gegen den FC Bayern München. Ja, hoffentlich eine interessante und für den Bayern natürlich erfolgreiche Partie. Beide Mannschaften sind auf dem Weg Richtung Platz. Deshalb ganz schnell Richtung Aufstellungen. Und zwar folgendermaßen haben wir hier die Darmstädter mit Schuhen im Tor. Klara, Müller, Aischewood, die Dreierkette. Dann kompaktes Mittelfeld. Links Justwan, rechts Skarke, in der Mitte Franjic und Holland. Davor Kempe und ganz vorne die Spitzen Wilhelmsson und Honsack. Dann die Bayern mit Neuer im Tor. Okay, Guerrero, Dier, De Ligt und Kimmich, die Viererkette. Goretzka und Pavlovic, die Doppelsechs. Müller zentral in der Mitte. Links Musiala, rechts Leroy Sané und ganz vorne natürlich Harry Kane. Eigentlich gut aufgestellt, ne? Würde ich auch sagen. Die Bayern haben noch auf der Bank sitzen. Zum Beispiel haben wir da noch den Ulreich, dann den Boué, den Davis, den Kim, den Upamecano, den Gnabry, den Leimer, den Choupo-Moting und den Tell. Eigentlich die, was für eine Bank. Wahnsinn, fast alle wieder dabei. Fast. Es fehlt noch Coman, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und Bonosa, glaube ich, genau. Das sind die zwei, die von der Profimannschaft noch fehlen, glaube ich. Gut, dann kann es losgehen. Müssen wir den Ton einschalten hier. Und tippen müssen wir auch noch. Was tippen wir denn? Ein 8-0? Boah. Tippen wir mehr hoch oder mit Gegentor, ohne Gegentore? Mein Tipp. Bayern gewinnt 4-1, oder? Genau, Bayern gewinnt 4-1. Ihr könnt gerne mittippen, einfach in den Chat hinein. Und denkt an die Umfrage, ja, im Chat ganz oben. Thema Champions League. So, ich bin bereit. Die Uhr ist auch da. Gleich, Moment, Sekunde. Da ist die Uhr. 5-0. Okay. 3-1 für die Bayern. Okay, gut. Ja, es wird das letzte Spiel sein vor der Länderspielpause. Nächstes Wochenende ist keine Bundesliga. Nein, da spielt wieder Deutschland. Dazu später noch mehr. So, wir warten jetzt mal ab, bis hier losgeht. 5-1, okay. Ja, ausverkauftes Haus in Darmstadt, ist klar. Das ist eine Partie. Und los geht's. Dann schauen wir mal, ob die Bayern nach der Champions League Runde hier gut drauf sind. Ja. Der Gegner steht fest, Arsenal London. Ja, ganz lustig wird es werden, mit Sicherheit. Hätte schlimmer kommen können. Dortmund spielt gegen Atletico. Deshalb die Frage ja im Chat. Kommen beide Mannschaften weiter oder nur einer von beiden oder scheiden beide aus? Das ist meine Frage. Dieses Jahr Viertelfinale ist schon tough, Champions League. Naja, mal gucken. So. Aber zuerst müssen die Bayern mal hier Bundesliga spielen. Und gegen Darmstadt sich keine Blöße geben, weil das war oberpeinlich. So, Achtung. Ein Mittelfeld, eine Mittellinie, Einwurf für die Bayern. Ja, es hat sich nichts geändert. Ausgangslage ist dieselbe wie vor einer Woche. Leverkusen weiter auf 1, weiterhin ungeschlagen. Immer noch 10 Punkte vor den Bayern. Leverkusen spielt erst am Sonntag in Freiburg. Ja, wird auch lustig werden. Leverkusen auch weiterhin ungeschlagen. Haben wir am Donnerstag in diesem legendären Europa League Spiel. Da waren wir live mit dabei. Was für ein Spiel des Jahres. Ne? Leverkusen dreht das Spiel in der Nachspielzeit in 7 Minuten von 2-1 auf 3-2. Wahnsinn. Ne? Ja, Xabi Alonso weiterhin ohne Niederlage in diesem Jahr. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Leverkusen, ach, Vorsicht.
Leverkusen somit auch in der nächsten Runde im Viertelfinale. Freiburg leider raus gegen West Ham. Eine Klatsche 0-5. Da war der Gegner dann doch zu stark. Und Leverkusen spielt jetzt in der Europa League im Viertelfinale gegen West Ham, wenn ich mich nicht irre. Achtung, die Bayern im Strafraum, der Darmstädter, aber abgewehrt. Guerrero, linke Seite. Goretzka zurück an die Mittellinie. Dir. Kimmich. Lupfer in den Strafraum. Müller, Lupfer. Zum Gegner und geklärt zum Einwurf. Ja, Manuel Neuer ist Vater geworden, das ist richtig. Junge oder Mädchen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Kann ich jetzt nicht sagen. Nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt, das ist richtig. Die Frage ist nur, welche, ne? Mit wem? 4-0 für die Bayern, okay. So, Emil Reuser, nee. Schade, Fehlpass. Ja. Gestern haben wir bereits RB Leipzig 5-1 in Köln gewonnen. Ja, somit kann Leipzig heute nur zuschauen, was die Konkurrenz macht in Sachen Champions League Plätze. Und heute haben wir noch die Partien Wolfsburg gegen Augsburg, Mainz gegen Bochum. Ganz wichtige Spiele in Sachen Abstieg für beide. Heidenheim, Gladbach. Und heute Abend dann noch Hoffenheim gegen Stuttgart. Und morgen dann Freiburg, Leverkusen und Dortmund gegen Frankfurt. Ja. Das ist dann alles morgen. Also die Bayern können heute schon mal wieder ein bisschen vorlegen. Rückstand auf 7 Punkte reduzieren. Und dann hoffen, was Leverkusen macht. So, Einwurf für die Darmstädter an der eigenen Eckfahne da, rechte Außenbahn. Okay. Schussversuch! Hoppala! Erster zarter Schuss von Leroy Sané aus 17, 18 Metern. Aber der Ball ging da vorbei. Glück gehabt ein bisschen für Darmstadt. Ja. Das ist ein bisschen ungemütlich. Windig. Bis jetzt regnet es nicht. Mal schauen. Aber es ist so ein bisschen so, ja, eigentlich herbstlich, hat man das Gefühl. Es ist aber Frühjahr, ne? Aber Harry Kane spielt da mit kurzen Ärmeln. Halleluja. Genauso wie Goretzka. Guerrero spielt kurzärmlich. De Ligt spielt kurzärmlich. Kimmich. Ja, die hartgesottenen halt. Alle kurzärmlich unterwegs. Achtung. Darmstadt über links. Fehlpass. Abstoß für die Bayern. Ja, Länderspielpause. Apropos. Nächstes Wochenende spielt Deutschland in Frankreich und dann als zweites dann zu Hause gegen die Niederlande. Das sind die zwei letzten großen Testspiele vor der Fußball-EM. Ja, und es gab einige Überraschungen, muss ich ehrlich sagen, die der Julian Nagelsmann ausgewählt hat. Da haben einige blöd geschaut, da ist ja Schnabry, Goretzka, alle nicht dabei. Aber dafür ein Pavlovic hat sich für die Nationalmannschaft entschieden, für die deutsche Nationalmannschaft, ganz wichtig. Und somit bleibt er uns erhalten. Langfristig ganz wichtig, diese Entscheidung. So, Achtung, Kimmich raus auf den Flügel, auf Müller, Flanke in die Mitte, abgewehrt, per Kopf. 5-0, okay. Ja, so ein Kind kann das Leben verändern, das ist richtig. Schlaflose Nächte, ne? Windeln wechseln. Ne? Viel Geschrei. Kostet viel Nerven. So, Achtung, Musiala im Strafraum. Musiala! Komm, 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 bitte, bitte, schieß halt! Ah, oh, drüber auf Kimmich. Kimmich schießt! Ah, Schuhen hält. Ah, vielleicht ein bisschen früher. Wenn da Musiala sich entschieden hätte zu schießen, vielleicht. Was meinst du mit Prämie? Von wem soll die Prämie kommen?
Vom Verein oder von wem? So, Eckball von der linken Seite jetzt. Für die Bayern. Eckball kommt hoch rein, fliegt allein vorbei. Auf der anderen Seite. Also nee, Kimmich. Und dann abseits, oder? Ja. Doch ein paar Fans mitgereist nach Darmstadt. So, weiter geht's. Wieder Darmstadt am Ball, wieder Fehlpass, Guerrero am eigenen Strafraum, Vorsicht. Kimmich, an der Eckfahne, Guerrero. Jawohl, raus da, Goretzka. Sehr gut. Wunderbar gesehen. Pavlovic. Kimmich, rechts raus auf den Flügel. Kimmich schaut, Flanke hoch, aber da steht keiner außer Schuhen. Ja, anscheinend hat sich Kimmich und auch ja, Tuchel damit abgefunden, dass Kimmich rechts außen in der Abwehr am besten aufgehoben ist. Finde ich auch. Ne? Ich denke mal, ist eine gute Option. Und ermöglicht natürlich jetzt für Pavlovic natürlich noch besser in Geltung zu kommen, noch mehr zu spielen. Langfristig natürlich ideal. Ne? Ist klar. Luca Neuer, der Sohn von Manuel Neuer soll Luca heißen, weiß ich nicht. Der steht 2052 im Tor. Ja, genau. Ja, was, hast kein Ton? Ton solltest du haben. Wird zumindest angezeigt. Ich hoffe, man hört mich. So. Ja, die Stimme geht wieder besser. Danke der Nachfrage. Hat sich die letzten Tage etwas gebessert, obwohl ich sehr viel online war, trotzdem. Achtung, hoher Flankenball, in den Strafraum vor sich, Schuhen fällt und hat den Ball nicht halten an Kane. Foulspiel vorher von Müller. Müller unterläuft Schuhen, der kann dann den Ball nicht festhalten, fällt dann aus 2 Metern Höhe auf den Boden und dann trifft Kane ins leere Tor. Tor in Wolfsburg! Tor in Wolfsburg! Wolfsburg führt 1-0. Ja, da wird, oh, da wird Müller in den Torwart hineingeschubst. Tor in Heidenheim! Was ist denn hier los? Ich glaub, jetzt fangen hier die Tore schon mal. Gladbach führt 1-0 in Heidenheim, Wolfsburg 1-0 zu Hause gegen Augsburg. Naja, gut, Müller war ja etwas unschuldig, da er wurde da etwas reingeschubst in Schuhen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, das Ganze. Schwierig, die Situation. Ton ist gut, okay. Aber einer hat keinen Ton anscheinend. Tja, komisch. Warte jetzt, Darmstadt am Ball. Pavlovic. Bitte denkt an den Daumen. Ne? Jeder Daumen hilft diesem Kanal weiterzukommen. Und hilft mir dabei auch zu sehen, dass es euch gefällt. Das würde mich freuen. Unterhalb des Videos einfach den Daumen drücken und schon seid ihr mit dabei. So, weiter geht's.
Dia-Ball. Der Ball links raus auf Guerrero. Sieht in der Mitte dann Kane stehen, der dreht sich. Flach wieder rüber auf die andere Seite auf Kimmich. Die haben viel Platz momentan. Flank in die Mitte. Ja, flach und dann zur Ecke, oder? Ja. Muss Eckball geben. Hallo? Nee, doch nicht. Keine Ecke. Da war anscheinend Musiala noch dran. Aha, gut. Also war ein Benutzerfehler. Also nicht ein technischer Fehler, sondern ein Benutzerfehler. Da war der Stecker im falschen Loch. Na, das kann passieren. So. Gut, Ton ist da. Wunderbar. So. Schuhen mit dem Abschlag, weit nach vorne. Ja, die Bayern wieder souverän momentan. Ballbesitz. Passt. Ja. Ballsicherheit auch. Pässe stimmen. Ballverteilung. Breit machen das Ganze. Ne. Alles läuft bis jetzt in die richtige Richtung. Bewegung ist auch im Spiel. Pavlovic, Kimmich. Jetzt zurück auf die Licht. Ja, also alles gut bis jetzt aus Bayern Sicht. Langer Ball links raus auf Guerrero am Flügel. Guerrero mit der Flanke in die Mitte. Und dann Kane am kurzen Pfosten. Aber leider Ball ins Aus am Tor vorbei. Schade. Scharf reingezogen, der Flankenball, flach. Aber Kane gegen zwei Mann da. Oder kann man sagen? Ja, gegen zwei wird es ein bisschen schwierig. Wieder. Musiala, schöner Ball, lang gezogen auf Leroy Sané. Und dann muss der Klader mit dem langen Bein klären. Einwurf für die Münchner. Wieder Pavlovic. So, wieder Guerrero. Ja, momentan die Bayern wieder hinten rum. Ne? Also immer links nach rechts und rechts nach links. Langer Ball nach vorne auf Musiala, aber zu steil. Achtung, die Bayern unter Druck. Haben eigentlich den Strafraum vor sich. Darmstadt, hoppala! Der erste Schusschance da aus 16 Metern, Viertelstunde gespielt. Neuer reaktionsschnell mit der Hand nach oben und klärt den Ball. Ah, aufpassen bitte. Müller. Musiala. Müller, erst Musiala, rüber auf Kane. Kane, mal mit dem Platz, Kane schießt. Abgefälscht, am Tor vorbei, links. Ja, das war die erste Chance da für Darmstadt. Zentral vor dem Tor. Aber Neuer, Reaktion schnell mit der linken Hand raus. Zack, weg damit. Honsack war da der Schütze. Eckball für die Bayern von links. Eckball kommt hoch rein, abgewehrt. Daneben mit dem Schuss aus 18 Metern. Aber
wieder abgelenkt zum nächsten Eckball von Holland. Wie findest du Pavlović? Ja, ich bin begeistert bis jetzt. Ne? Also mit 19, ne? Ist er, wenn ich mich irre. Spielt seine Position bis jetzt souverän, ja, gut. Muss natürlich noch einiges an Erfahrung sammeln, ist auch klar. Wichtig ist, dass er jetzt für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Dann ist das Thema langfristig auch gesichert. So, Eckball, komm, abgewehrt, nochmal Sané. Ne, Sané rüber auf Pavlović, die Flanke in den Strafraum, abgewehrt. Pavlović kann ja eigentlich ganz gute Flanken schlagen, also alle Freistöße und Eckbälle treten, finde ich. Also ich denke mal, da könnte man langfristig schon was aufbauen. Goretzka hat Platz, schießt, geblockt. Ich hoffe, es bleibt alles so, ne? Nicht, dass er irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommt, Verletzungen oder sowas, das wollen wir nicht hoffen. Aber da hat der FC Bayern und die Nationalmannschaft langfristig auf jeden Fall eine gute Chance. Musiala, Pavlović, die sind beide erst 19, also da ist die Zukunft gut aufgestellt, im Mittelfeld zumindest. Ja, bis jetzt, ja, ganz klar. Goretzka, Kane, Sané in der Mitte hat er Platz, Fehlpass, was ist denn da hin? Die Ehrklasse, schön gemacht von Pavlović, schon den Gegner geblockt, sehr gut. Das jetzt Müller, komm, Müller Lupfer in den Strafraum, Guerrero, ah, schade, Kopf zu klein, unter Kopfball, deswegen kann Darmstadt klären. Kurze Ecke da, Musiala im Strafraum, Musiala zurückgelegt, auf Kimmich. Kimmich schießt in die Mannschaft, ach, in die Mauer wollte ich sagen, in die Darmstädter Abwehrmauer rein. Neuer an der Mittellinie als letzter Mann. Ja, Darmstadt wirft alles da in den Schuss rein. Goretzka. Die Licht, Sané über rechts. 1 gegen 1 gegen Honsack, zieht er rein in die Mitte, passt auf Goretzka in den Strafraum, Goretzka! Am Tor vorbei, langer Pfosten. Ja, die Bayern wollen Tor machen. Tun und machen hier. Aber bis jetzt noch ohne Erfolg. Apropos Erfolg. Wolfsburg 1-0 gegen Augsburg in Führung und Heidenheim gegen Gladbach 0-1. Ansonsten noch 0-0. Mainz-Bochum oder Union Berlin gegen Bremen. Ja, Bayern muss vorliegen heute und heute Abend dann Stuttgart in Hoffenheim und Leverkusen erst morgen in Freiburg. Müller, Arusch aus, schade. Klärt zum Einwurf. Guerrero, schnell gemacht auf Müller. Und Strafraum rein, quer auf Kane. Achtung, Musiala. Und dann, Sané. Geblockt, der Schuss wieder. Da kommt kein Schuss durch. Verdammt nochmal. Goretzka. Sané. Oh, klasse. Ah. Bis zum Strafraum und dann der Fehlpass wieder. Von Sané auf Musiala. Das ist wirklich ein gutes Spiel bis jetzt, aber die kommen nicht durch. Ne? Im letzten Moment ist immer einer dazwischen. Beim Schuss oder beim Pass oder weiß der Geier was. Ja, Darmstadt kämpft hier wirklich ums Überleben, sag ich mal. Ne? Also, letzter Platz. Da ist nicht viel Luft mehr. 14 Punkte, 3 Punkte bereits
hinter Mainz. 4 Punkte hinter Köln, Platz 16, wenn du das jetzt hörst. Und dann bereits 12 Punkte hinter Bochum, die wären 15. Das retten die Ufer wäre das gewesen. Ja, also das wird gar nicht gehen. Also Köln, Mainz, Darmstadt, die werden sich wahrscheinlich hier jetzt duellieren in Sachen Abstiegskampf. Und ganz viel wird davon abhängen, was Mainz heute macht gegen Bochum. Ja. Sollte Mainz heute gewinnen gegen Bochum, dann wird es für Darmstadt ja schon zappenduster. Ne? Dann wird es echt ja, ganz dunkel. So, Achtung, Eckball von Darmstadt, kurz ausgeführt, Flanke rein, Abwehr raus, 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 weg mit dem Ball, weg mit dem Ball. Müller fliegt am Ball vorbei. Abseits. Okay. Gut, Glück gehabt. Ich in der Mittellinie. Ja, die zweite Bundesliga hat heute auch schon gespielt. Die zweite Bundesliga auch immer hier wieder ein Thema. Und zwar Nürnberg verliert zu Hause gegen St. Pauli 0-2. Ja. Rostock gewinnt zu Hause gegen Fürth 1-0. Und Elversberg verliert gegen Kiel 0-2. Bereits gestern Osnabrück gegen Düsseldorf 0-4. Und Paderborn gegen Braunschweig 1-2. Weiterhin rockt der Norden die zweite Bundesliga. St. Pauli weiterhin vor Kiel. Und dann kommt Düsseldorf. Und der HSV spielt ja erst morgen, ne? Genau, morgen gegen Wiesbaden. Ja, da wird spannend jetzt am Aufstieg. Holstein Kiel in der Bundesliga. Wäre möglich. Ja, die haben schon 6 Punkte Vorsprung vor dem dritten Platz. Ja. Und dass St. Pauli aufsteigt, das sollte eigentlich fast schon sicher sein. Freut mich. Ja, St. Pauli gehört durchaus in die erste Bundesliga. Und dann haben wir wieder legendäre Duelle. Ja, im Norden hier mit Bremen zum Beispiel. Und wenn der HSV noch aufsteigen sollte, was aber momentan etwas fragwürdig ist, dann haben wir natürlich noch mehr Duelle. St. Pauli, Hamburg, Hamburg, Bremen, ja, und so weiter und so fort. Und wenn Kiel noch aufsteigt, dann haben wir noch mehr norddeutsche Mannschaften da oben mit dabei. Weiter geht's. Ja, das Thema Schalke ist wirklich ein Trauerspiel. Achtung, Sané geht da vorbei am rechten Flügel. Strafraum rein, Sané. Pass rüber auf Musiala, Musiala schießt, geblockt. Der Schuss wieder, Musiala. Und der Darmstadt am Boden, hat sie verletzt, oder? Wie weiter geht's? Ja, mit Schalke ist echt ein Trauerspiel, da hast du rechts. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die mal so weit absinken. 14. momentan, spielen morgen gegen die Hertha aus Berlin. Auch die Hertha ist nicht besser dran, ne? 11. Hey, 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 hey. Langer Ball auf Müller im Strafraum. Müller passt zurück in die Mitte. Darmstadt klärt. Pavlovic. Rüber auf Guerrero. Guerrero den Koffer in die Mitte. Nein. Wieder hoch in den Strafraum. Nein, Pavlovic. Schuhe hat den Ball sicher. Ja, es ist schon teilweise echt fragwürdig, was da bei Hertha und bei Schalke abläuft. Die dürften normalerweise nie da unten stehen. Nie. Ja. Mit den Möglichkeiten, die sie eigentlich haben sollten. Ne? Ja, weiß ich auch nicht, was los ist. Kurze Behandlungspause. Darmstadt. Ich glaube, Klara liegt am Boden.
Ja, also wie gesagt, nächste Woche kein Live-Spiel von Montag bis Freitag, erst am Samstag wieder in Deutschland. Ja, dann müssen wir irgendwie die Zeit totschlagen, das ist klar. Ich weiß, es ist hart ohne Fußball, aber so ist es halt, kann man nicht ändern. So, 28. Minute läuft, die Bayern bis jetzt souverän, spielbestimmend, Ballbesitz passt, Passspiel ist sicher, keine Fehler defensiv, nur die Tore fehlen noch, Torchancen haben auch schon ein paar gehabt, noch nicht zwingend, aber sie sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, nur Darmstadt kommt ab und zu nach vorne, wie jetzt zum Beispiel, Darmstadt im Strafraum, Darmstadt Querpass, Darmstadt schießt, Tor, 1-0 für Darmstadt, das ist gar geil, was ist denn hier los? Gerade sage ich sie, Bayern machen keine Fehler. Leute! Sag einmal, ist hier wieder alles verkehrt oder was? Verdammte Scheiße! Darmstadt führt 1-0. Wo war denn jetzt hier das Problem? Keiner wollte nicht wahr sein. Nochmal bitte Wiederholung hier. Ist doch scheiße. Das ist doch unglaublich. Bitte, also hier, Abschlagschuhen, weit nach vorne, ne? Über die Abwehr, der mit dem Kopfball, okay, zum Gegner, alles klar, und dann, ja, oh, dann lass dich austanzen da hinten, verdammte Scheiße, das wird nicht wahr sein, die Licht gegen zwei wird natürlich schwierig, ist klar, da war, glaube ich, Kimmich nicht auf seinem Posten, ne? Oh, Kimmich, glaube ich, war da falsch gestanden. Wahnsinn, Wahnsinn! Das ist ein Anfängerfehler wie in der ED-Jugend. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Leute! Boah! Könnt ihr wieder das Kissen beißen? Irre. Du, die waren. Was rede ich eigentlich? Nicht aufregen. Alles wird gut, ist ja doch Fußball. So. 7. Saisontor für Skarke. Irre. Ah, da wird der Müller von den Beinen geholt. Freistoß für die Bayern von linken Außenbahn. Kimmich kommt extra rüber auf die andere Seite. Kimmich mit rechts rein da in den Strafraum. Abgewehrt per Kopf. Guerrero rüber auf Sané. Guerrero. Lupfer in den Strafraum. Nein, zu kurz. Nee. So ein Anfängerfehler da vorne. Also das kann aber nicht wahr sein. Ne? Das darf nie passieren. Langer Abschlag und dann mit zwei Ballkontakten kommen die durch. Das kann aber nicht wahr sein. Sané. Rechte Außenbahn. Sané, Müller, Kimmich, da Flanke in die Mitte, Kopfball, Pavlovic, falsche Richtung, boah, völlig frei, am Fünfer, Guerrero, Musiala, da bleibt hängen, das ist ein Gegenspieler, Musiala, boah, schön gemacht, hast du ausgetrickst, Musiala, Musiala, Flanke in die Mitte, Schuhen, kein Pavlovic. Ah, da kommt der Flankenball wunderbar, aber Pavlovic geht zu früh runter. Beziehungsweise war da zu weit weg mit dem Kopfball. Ja, den konnte er nicht irgendwie verarbeiten. Ne? Hätte er vielleicht. Ah,
mit dem Fuß hingehen können. Ah, schwierig. Ja, genau. Der Ausgleich vor der Pause wäre doch wichtig, da hast du vollkommen recht. Und vielleicht auch ein paar Daumen vor der Pause, wäre auch nicht schlecht. Dieser Daumen hilft diesem Kanal. Achtung, langer Ball wieder, Darmstadt im Strafraum, der weg damit. Ruhig, Neuer, ja, gut. Dankeschön für jeden Daumen bis jetzt. Einwurf. Mann. Weiter geht's. Darmstadt wieder. Nein, Fehlpass. Sehr gut. Pavlovic rechts raus. Wieder auf Kimmich. Lupfer in den Strafraum. Und dann der Kopfball. Abstoß für Darmstadt. Da waren sie wieder, die Probleme, ne? Genau, Darmstadt. Oh, Leute. Was wird sich Thomas Tuchel denken gerade? Warum spielen wir nicht gegen Lazio? Tja. Goretzka. Müller. Guerrero. Vorsicht. Goretzka. Pavlovic, geht da durch, ja klasse, Pavlovic, in den Strafraum rein, Pavlovic, schön dribbeln, zurückgedrückt auf Kane und dann Musiala schießt, Musiala Tor, 1-2, wunderbar. Die Vorarbeit von Pavlovic, wunderbar, dribbelt sich da durch Richtung Strafraum und dann Richtung Grundlinie runter und dann schiebt er den Ball zurück. Kane kann den Ball nur stoppen oder sagen wir mal abprallen lassen, wie auch immer. Aber glücklicherweise steht neben ihm dann Musiala und der hat dann Zeit und Platz und schiebt den Ball flach rechts hinten rein ins Eck. Zum Ausgleich. Juhu, geht doch. In der 36. Spielminute. 9. Saisontor für Musiala.
ist auch ein Goldgetter geworden mittlerweile. Wahnsinn. Tja. Geht doch, Mann! Immer weiter, immer weiter. So. Goretzka. Darmstadt wieder klärt an dem Strafraum. Sortieren hier das Ganze. Statt, die haben ja keine Chance gehabt. Meine Fresse. Sowas ist ärgerlich. Wenn du den Gegner noch zum Tore schießen einlädst, ne? Weg das. Kurzes Gespräch zwischen Schiri und dem Spieler von Darmstadt. Was wollte ich jetzt wollen? Keine Ahnung. Klar, da ist es. Einwurf für Münchner. So, zurück. Auf dir. Die Licht. Jetzt kriege ich. Ah, ist ja nicht verstorben mit dem Ball. Aber ich da sie abgefangen. Kane. Schöner Seitenwechsel raus auf den Flügel auf Kimmich wieder. An der Eckfahne Kimmich gegen Skarke Eckball. Noch gute 5 Minuten bis zur Pause. Eckball abgefangen, abgewehrt und dann Nachschuss. Und wir ja am Tor vorbei, weit vorbei. Da machen wir schon clever ein bisschen. Ne? Die spielen so mit, ne? So ein bisschen, so ein bisschen Druck machen, ein bisschen zurückbleiben, ein bisschen defensiv. Ne? Und irgendwie machen die Bayern dann schon selber den Fehler. Sani, 1 gegen 1. Da kommen die vorbei in Honsack. Vorne wieder bei Darmstadt, da ist zu weit. Okay. Ja, bald raus auf die Flügel. Auf Gewicht. Musiala, klasse. Guerrero. Ah, viel Pass. Jetzt gar, pass auf, klasse. Dir.
Guerrero, linke Seite, ja, das ist ein bisschen Platz, komm. Musiala. Nicht, Goretzka. Flankenball im Strafraum hoch. Nein, Schuhn ist da. In der Halbzeit gibt es heute mal ein Live-Konzert von mir. Dachte ich mir, ich singe mal ein paar Lieder. Oh, Gottes Willen, bloß nicht. Nein, keine Panik, nicht davonlaufen. Alles gut, war nur ein Spaß. In der Halbzeitpause gibt es heute wieder die Highlights aus meiner Soccer-Karriere, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen, bei FIFA EA FC 24. Die Highlights daraus, die besten Tore, sage ich mal, ne? Die besten Szenen. Und genau, heute mal wieder ein bisschen Gameplay, wie es schön heißt. Ich zocke ja nebenbei ein bisschen, auch Fußball. Und beim Zweitkanal könnt ihr die Spiele in voller Länge sehen. Der Zweitkanal, Link in der Videobeschreibung unten drunter. Falls ihr auch diesen Kanal auf YouTube abonnieren wollt, sehr gerne. Würde mich freuen. So, wir haben noch gute 2 Minuten, würde ich sagen. Kimmich. Die Licht. Dir. Goretzka. Sonny. Ja, die Bayern lassen es jetzt erstmal ein bisschen ruhig angehen, glaube ich, vor der Halbzeit. Sonny trippelt sich da durch die Mitte durch. Passt da rüber auf Guerrero. Nochmal zurück auf Musiala. Rüber auf Sané. Das ist, oh, schon abgelegt. Von Musiala. Oh, geblockter Schuss. Wunderbar mit der Hacke weitergeleitet von Sané. Meine Herren. Der wäre schön gewesen. Wenn er drin gewesen wäre. Oh, Guerrero kann auch Slalom. Guerrero im Strafraum. Vorsicht. Da, ah, klasse. Musiala. Helfen, helfen. Musiala. Pavlovic. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Gibt's oben drauf. Kimmich. Kimmich gegen 2 Mann am Flügel. Wird schwierig. Kimmich. Ja. Flanke. Komm schon! Kimmich! Tor! Was ist das Ding? Da war der Ball eigentlich im Aus. Der Ball war im Seitenaus bei der Flanke von Kimmich. War der Ball eigentlich im Seitenaus oder nicht? Das war knapp. Und dann der Kane setzt sich da durch. Flugkopfball. Schaltet schneller als sein Verteidiger. Und köpft das Ding dann links am Torwart vorbei. Aber war der Ball jetzt im Seitenaus oder nicht? Das ist jetzt im vollen Umfang wohl gemerkt. Das ist jetzt die spannende Frage. Steht sich da, prüft, guckt und sagt, es war ein Tor. 2-1. Die Bayern drehen das Spiel. Einunddreißigstes Saisontor für Harry Kane. Übrigens, kleine Anekdote. Harry Kane ist genauso viel wert, wie der Darmstadter Kader 2-mal wert ist. Ne? Also, das Doppelte. Achtung, Darmstadt, Vorsicht, Darmstadt, Tante! Oh, der Querbalken rettet die Bayern vor der Pause. Nochmal Darmstadt mit der Flanke. Hau den Ball weg. Oh, jetzt aber.
Durch, Sané, jetzt der Konter. 4-3. Musiala, verstolpert den Ball. Alles zu spät. Pause. Halbzeit. Puh, was für eine Halbzeit. Also, jetzt Pause. Und dann geht es in einer Viertelstunde weiter. Ja, wenn es so weitergeht, dann bin ich bald hier am Ende hier. Deswegen brauche ich jetzt mal eine ganz kurze Beruhigungsphase hier. Ein Schnaps vielleicht noch sowas. Oder irgendwas, was halt beruhigt. Ne? Und dann sehen wir und hören wir uns gleich wieder. Jetzt muss ich schnell gucken. Jetzt habe ich vor lauter Tore hier das Wichtigste vergessen. Sekunde mal. Genau, das wollte ich machen. So, genau, das wollte ich so machen. Und so machen. Wo ist denn hier? Sekunde. Was ist denn hier los? Achso, hier oben. Okay, jetzt stimmt's wieder, ne? Warte. Ja, jetzt stimmt's wieder. Einigermaßen, ne? Gut, also jetzt kommt, wie gesagt, die Höhepunkte aus FIFA. Zur Beruhigung, zum Runterkommen und dann geht's gleich weiter. Also dranbleiben. Knopf finden den richtigen. Sehr gut. Klasse. Jetzt aber. Halt drauf! Halt den Ding rein! Das war wieder ein Gedöns hier. Meine Fresse. 1-0. Junge, Junge, Ping-Pong hier. Und doch nur das 1-0. Mann, 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 Mann. Mit viel Platz jetzt hier. Komm, komm, komm. Ja, viel Platz. Viel Platz hat er. Ah, schön gespielt. 2-0. Wunderbar gesehen hier. Augenwinkel. Und es kommt da durch der Ball. Schlecht hier, der Schuss. Jetzt habe ich wieder Platz hier. Amora, 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 hau das Ding drauf, yes! 3-0. Gesehen, klasse. Oh, ja, boah, schönes Ding. Labusin. Wunderbar. Tolle Flanke und dann klasse Volley. Ah, ins Eck. Keine Chance. Raumtor. Ein schönes Ding. Klasse gespielt, klasse! Yes! Amura! 5-0.
Eben nochmal mitgenommen. Klasse gesehen. Schön gespielt. Wunderbar durchgestellt. Klasse. Die Flanke. Nein. Schuss. Ah. Oh. Drehung. Klasse. 2-0. Da haben wir's. Gesehen. Ah, oh, Sacker. Ja, super gespielt, Martinelli. Sehr gut. Jesus. Rüber und rein. Jetzt. 4-0. Zacker. Jesus. Yes, flach und rein. 5-0. Ich glaube, wir können bald probieren, hier schon für höher zu spielen. Klasse. Und nochmal wieder Gündogan. Jetzt aber. Rafinha. 1-0. Sehr gut. Klasse. Gündogan. Yes. 2-0. Ein wichtiges Ding. Super gespielt. Ja, noch vorbei. Wunderschön.
Dann will er ihn wieder mit Gefühl reinlegen. Erste Ball. Schön wieder auf Rafinha, Rafinha. Jetzt aber. Jawohl. Die Entscheidung. 3-0. Das ist schon was anderes als auf Profi, kann ich wirklich sagen. Muss noch hoch konzentriert bleiben hier. Zum Beispiel jetzt, zum Beispiel. Ah, 1-0. Tja. Ich hab gesagt, konzentriert bleiben, ne? Genau. Minte voll erwischt. Sehr gut. Klasse, Anthony, Anthony! Ja! Schön gespielt! Garnacho! Wunderschön! Sehr gut, und jetzt wieder schauen, mal Platz hier, schauen kann man gehen. Der Flanke und an! Oh, schöner Kopfball! Super Parade! Hey. Reflex 1A. Hallo! Oh, nee! Was für ein Winkel! Nee, niemals! Das darf nicht passieren. Da geht keiner hin und dann, ja. Keine Chance.
Fußballfreunde, wir sind wieder zurück zur zweiten Halbzeit Bundesliga Spieltag 26 mit der Partie SV Darmstadt gegen Bayern. Es steht 1:2. Ja, die Bayern haben das Spiel gedreht in der ersten Halbzeit. Wahnsinn. Hatten noch Glück kurz vor der Pause. Der Lattentreffer von Darmstadt. Um Gottes Willen, was ist denn hier los? Der Darmstadt kommt irgendwie zu Torchancen und keiner weiß warum. Ne? Auf einmal stehen die vom Tor und dann knallt es irgendwie. Ne? Ja. Tja, gleich geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder alle fit. Habt was getrunken, gegessen, Nervennahrung, was auch immer. Wir schauen gleich mal, ob es Wechsel gegeben hat. Währenddessen die Ergebnisse der aktuellen Runde. Union Berlin gegen Bremen 0-0, Wolfsburg-Augsburg 1-1, Mainz gegen Bochum 1-0 und Heidenheim gegen Gladbach 0-1. Und der Ball rollt wieder. Bereits gestern Köln gegen Leipzig 1-5. So, jetzt hätte ich gerne ein ganz entspanntes Spiel. Ne? Die Bayern schießen noch zwei Tore. Dann wäre mein Tipp richtig. Und dann haben wir einen schönen Samstagabend, würde ich sagen, oder? Genau, würde ich auch sagen. Aber es ist kein Wunschkonzert hier. Guerrero ist dabei. Wir schauen mal kurz. Goretzka, Pavlovic, der Kimmich, dann Sané, die Licht, Müller, Kane, alle da, ne? Ja, kein Wechsel bei den Bayern. Kimmich. Goretzka. Zurück auf Neuer. Einwurf für Kimmich. Selbe Bild wie in der ersten Halbzeit. Die Bayern gefühlte 90% Ballbesitz. Kane schön auf Sané in die Mitte. Ballverlust, schade. Schön. Haut den Ball nach vorne zum Gegner. Sehr gut, zu Kimmich. Müller. Oh, Leute, abseits von Kane. Ja, abseits Kane. Los. Kurze Diskussion zwischen Schiedsrichter und Spieler. Ach ja, wieder einer am Boden bei Darmstadt. Da gibt es eine Pause wieder. Ich glaube, da muss ein Wechsel kommen bei Darmstadt. Macht sich schon einer bereit. Ich glaube, Zimmermann wird da kommen. Für Klara, so wie es aussieht.
Ja, muss vom Platz runter. Nochmal Hinweis, nächste Woche keine Bundesliga, keine Champions League, keine Europa League, kein DFB-Pokal, nichts. Ne? Erst am nächsten Samstag ist wieder Fußball und zwar Länderspiel. Deutschland in Frankreich gegen Frankreich. Und dann am übernächsten Dienstag Deutschland zu Hause gegen die Niederlande. Ja, das sind zwei taffe Gegner, Testspielgegner für die EM, aber da müssen wir durch. Und Julian Nagelsmann hat ja interessante neue Leute aufgestellt im Aufgebot. Ja, mal schauen, was da rauskommen wird, was für eine Erkenntnis. So, weiter geht's. Schuhen am Ball, haut den Ball da vorne. Spieler an der Mittellinie. Das sah jetzt nicht so lustig aus. Aber da trifft der Darmstädter den der am Knie etwas unglücklich, aber ja, haut dem der von oben aufs Knie drauf. Wollte eigentlich den Ball weghauen. Und beim Runterziehen des Fußes trifft er dann zufällig auch noch das Knie. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nur einen blauen Fleck gibt, vielleicht bei dir. Tor in Berlin. Union führt 1-0 gegen Bremen. So, der läuft wieder, so es aussieht. Ja, super. Muss aber jetzt runter erstmal vom Platz. Bayern momentan in Unterzahl. So, jetzt geht's wieder weiter. Das 2-0 habe ich mich da vertan. Oh, Entschuldigung, 2-0 für Union. Okay, 2-0 schon? Okay, tatsächlich. Achtung, Kane im Strafraum, Kane dribbelt. Da muss er raus. Das ging aber schnell mit den zwei Toren. Tatsächlich, zweimal hintereinander. Was ist denn da los? 51. Minute und 52. Minute für Union. Ist ja auch geil. Ja, tja, da hat Bremen nicht aufgepasst, würde ich sagen. Bitter. Also Union führt jetzt 2-0 gegen Bremen. Ja, das kann man vorstellen. Kein Süle, kein Hummel, kein Schlotterbeck. Ja. Aber wie gesagt, ist ja nur Testspiele. Ich glaube, zur Fußball-EM wird Julian Nagelsmann mit Sicherheit noch etwas verändern. Aber ich finde es gut, dass man mal was probiert. So, da liegt jetzt gerade der Pavlovic am Boden. Muss da mit dem Eisbeutel gehalten werden am Kopf. Ja, man muss was Neues probieren, ne? Also, ein Hummels wird auch nicht jünger. Dafür ist Toni Kroos wieder zurück. Ja, okay. Mal schauen, ne? Sieht wieder, hat da einen Schlag an die Seite bekommen, da die Augenhöhle da an der Seite.
geht er auf den Kopfball und dann zack, treffen beide im Kopf aufeinander. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich am Morgen eine kleine Beule geben, wie so es aussieht. Aber es macht sich schon mal Leimer bereit. Und hat dann einen Cut bekommen am Kopf, an der Schläfe. Also er steht auf jeden Fall, aber spielt auch weiter. Bayern jetzt ohne Pavlovic. Hoffentlich geht das gut. So, das erste Mal ein Darmstadter Ball. Kann das mal in Ruhe aufbauen. Die Bayern warten jetzt erstmal ab, ist klar. Kein Risiko. Durch, Vorsicht, auf der linken Seite ist Skarke. Nein, kein Foul, durch. Gimmich. Sané, Vorsicht. Ah. Sané wird da bearbeitet. Musiala hat klasse gemacht. Musiala kommt da vorbei, klasse. Raus auf Müller. Die Bayern müssen jetzt warten, wenn natürlich keiner mit dabei ist. Jetzt hat Gimmich Seitenwechsel. Guerrero. Goretzka. Wieder Guerrero. De Ligt. Kimmich. Die Bayern lassen sich viel Zeit mit dem Wechsel. Also, finde ich jetzt schon. Das Spiel einfach weiter, ne? Da wird nicht gewechselt. Pavlovic ist raus. Sehr merkwürdig. Musiala kommt da vorbei. Nein, Foulspiel, oder? Spiel. So, jetzt ist Leimer im Spiel für Pavlovic. Hoffentlich kann er mit dabei sein am Samstag. In einer Woche, aber ich denke mal schon. Ne? So schlimm sah es nicht aus. So, jetzt gibt es einen Freistoß für die Bayern von der linken Seite. Oh, abgewehrt der Freistoß. Sané an der Mittellinie. Für die Bayern. Goretzka. Hier wird der Ball verteilt. Da links und rechts. Musiala, dritte Mal nach vorne, Musiala auf Sané, rüber auf Müller mit der Flanke in die Mitte, ja, geklärt, der Kopf von Darmstadt, nochmal Nachschuss, nein, in Darmstadt kommt er raus. Thank you.
wieder die Bayern im Aufbau bemüht. Ich kann leider nicht viel erzählen, weil momentan nicht viel passiert. Die Bayern noch etwas unter Schockstarre wegen Pavlovic wahrscheinlich. Aber faul! An Kimmich. Toll. Aha, Tor in Wolfsburg. Augsburg führt 2-1. Aha, da schau her. Ja, Wolfsburg rutscht auch immer weiter hinten rein. Bin ja gespannt, wie lange da Wolfsburg am Trainer festhält. Von Musiala Guerrero. Pass in die Mitte dann auf Kane abgefangen. Das ist der Gegenzug. Der Gegenzug, Vorsicht. Der muss da ran. Nein, Flanke. Schuss. Nee, hör mal. Neuer hatte Ball sicher. Ganz ruhig. Ganz entspannt. Die Abwehr von Goretzka. Da, schade. Den können wir nicht verarbeiten. Haben wir noch ein paar Daumen, vielleicht schaffen wir ja die 35 Daumen, oder auch die 40, wäre doch besser, 40 Daumen, das wäre ein Traum, jeder Daumen hilft diesem Kanal. So, weiter geht's, wieder Müller, ein Wurf, Tor in Berlin, Union nur noch 2-1. Gegen Bremen in Führung. Achtung, Musiala im Strafraum, Musiala dribbelt und dribbelt und dribbelt. Und die Chance, der Schuss hat. Goal! 3-1! Oh, das war jetzt einfach. Einwurf von Müller von der rechten Seite, da bekommt Musiala den Ball, konnte ich den Ball ja schön annehmen und dann umdrehen und dribbeln durch den Strafraum durch, alle schauen zu und dann durch die Hosenträger von Schuhen und dann steht es 3-1 für die Bayern. Geht doch! Zehntes Tor von Musiala in der Saison in der Bundesliga. Das ist schon mal eine gute, beruhigende Ausgangslage für die restlichen 25 Minuten. Noch ein Tor wäre schön, dann hätte ich nämlich meinen Tipp richtig, 4-1.
Sané. Sané. Musiala. Musiala rüber auf Sané. Sané trippelt in die Mitte, schießt. Geblockt. Sané. Goretzka. Wieder auf Sané. Wieder rein im Strafraum. Ah, Ball weg. Schade. Licht. Musiala, Kimmich. Ja, schade, Ballverlust von Müller. Also jetzt, Glück gehabt. Ball bleibt bei Bayern mit dem Musiala wieder im Strafraum. Musiala schießt in der Mitte. Da, seine Mitspieler, aber leider steht Eichelwood dazwischen und klärt den Ball. Eckball, Kimmich. Eckball kommt hoch. Am Tor vorbei. Beziehungsweise an allen Köpfen vorbei. Franjic mit der gelben Karte noch übrigens. Weiß nicht warum, keine Ahnung. Franjic bei Darmstadt bekommt doch die gelbe Karte. Haben wir auch. Versuch, ja. Wird der Schuss da abgefälscht von Darmstadt übers Tor hinweg. Darmstadt in der zweiten Halbzeit noch nicht einmal groß rausgekommen. Ball zurückgelegt an den Strafraum und dann geblockt leider. Versuchen der Darmstadt. Weit der Versuch da aus 20 Metern am linken Pfosten vorbei, flach. Ein guter Meter. Neuer wäre da eventuell dran gewesen. So, jetzt ist Sané raus und Davis kommt rein, oder? Ja, Davis ist rein. Oh, habe ich das Spiel noch nicht? Ich wollte dich ja machen, ja, sorry. Bin hängen geblieben, ja, sorry. So, Wechsel. Sané raus und Tell kommt rein. Habt ihr die Taste nicht gedrückt gehabt? Die eine. Müller raus, oh, jetzt ist es rund hier. Müller raus und Gnabry rein. Und auch noch
Gut, Herrero ist raus, glaube ich, ne? Darmstadt wechselt auch nochmal. Gott, das kostet alles Zeit. Karic rein für Honza, glaube ich. Also Guerrero raus für Davis, Tell rein für Sané und Gnabry für Müller. Weiter geht's. Gnabry am Strafraum, rechte Seite. Gnabry, Pass in die Mitte an Kimmich. Da, abgewehrt. Doppelpass. Holland raus, Seidel rein und Honza, Kraus und Karic rein, wenn ich mich irre. Genau, so ist es. Ja, finde ich gut, dass Thomas Tuchel jetzt schon ein bisschen rotiert. Kräfte sparen ist angesagt. Kimmich. Davis verliert den Ball. Ja. Nee, doch nicht Glück gehabt. Denkt an die Umfrage, ne, im Chat. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, oben rechts im Chat die Umfrage für alle, die Lust haben mitzumachen. Musiala. Musiala. Auf Gnabry. Gnabry Tor! Oh, Butterweich! Die Vorarbeit von Musiala, der einfach mal so parallel mit dem Strafraum läuft und dann schiebt er rüber auf Gnabry, steckt wunderbar durch die Abwehrkette in den Strafraum hinein, rechts und dann ja, tippt Gnabry ganz sanft den Ball da mit der, ja, mit der Innenseite links einfach nur leicht an, ne? Und der Ball geht einfach locker leicht links flach am Torwart vorbei. War mit Gefühl war das Ganze. War mit Gefühl. 4-1. So, jetzt können wir abpfeifen. Mein Tipp passt heute. Achtung, Kimmich. Zurück auf Musiala. Musiala! Geblockt, der Schuss. Aus 16 Metern wieder. Achtung, Konter, Vorsicht. Aufpassen jetzt bitte. Kein Gegentor mehr. Licht, Klasse gerettet. Viertelstunde noch. Knapp.
Klar, nein, Fritte Baller, Wegfahne, der Licht klärt. Darmstadt wieder über links. Mit der Flanke, De Ligt. Klärt zur Ecke. Ja. Mal schauen, was die Konkurrenz macht hier. Union Berlin gegen Bremen 2-1. Wolfsburg, Augsburg 1-2. Mainz führt gegen Bochum 2-0. Heidenheim, Gladbach 1-1. Ja, jetzt fallen langsam die Tore hier. Eckball bringt nichts ein. Ball fliegt da auf der anderen Seite. Sofort die Bayern wieder am Zug. Die Mainzer wehren sich gegen den Abstieg. Das hilft natürlich Darmstadt überhaupt nicht. Tell, Ballverlust. Davis, Musiala, Lupfer über Schuhe, Latte! Oh, dann prallt Kane gegen den Pfosten. Nee, doch Kane gegen den Pfosten. Oh, hoffentlich hat er nicht verletzt da. Da wollte das Tor machen und rutscht da gegen den Pfosten. Das sieht nicht so toll aus. Ei. Hoffentlich nichts Ernstes. Lupfer, alles gut, Latte und dann will der Kane das Tor machen und dann, ja, oh, rutscht er da volle Kanne gegen den Pfosten. Eieiei. Währenddessen wechselt jetzt Darmstadt doch mal aus, zweimal. Franjic geht raus und Jasula kommt rein. Und Skarke geht raus. Skarke raus und Polter kommt rein, ne? Ah, da prallt er volle Kanne, ja. Rutscht da aus und rutscht zwischen, der linke Fuß geht zwischen ins Tornetz durch und der rechte dann knallt in den Torpfosten. Also ganz kurios, wie er da ausrutscht. Jetzt muss das Tornetz mit Klebeband befestigt werden, weil er noch ist. Da hat Kane nochmal schön hier das Tornetz kaputt gemacht. Das ist super. Wenigstens kann Kane weiterlaufen, glaube ich, so wie es aussieht. Oder? Aber humpig ein bisschen. Vielleicht sollte er dann doch lieber rausnehmen, das ist zur Sicherheit, dass da nicht mehr passiert. So, Bayern wieder zu 10 erstmal. Spiel läuft weiter.
Noch 10 Minuten. Ich kann ja schon mal die Umfrage beenden. Achtung, Achtung, Vorsicht, Darmstadt, linke Seite. Passt das in die Mitte? Nein, Leimer passt auf, klasse. Ich beende schon mal die Umfrage. Und zwar die Umfrage lautet heute: Champions League Viertelfinale. Bayern gegen Arsenal und Dortmund gegen Madrid? Fragezeichen. Ja, 73 Personen haben abgestimmt. Vielen Dank dafür. Und zwar, wer kommt weiter? 46% sagen nur die Bayern. 43% sagen, es kommen beide weiter. Ist auch interessant. 6% sagen keiner von beiden und nur 2% sagen, dass nur die Borussia weiterkommt. Also das ist auch interessant. 46% nur die Bayern, 43% beide Teams. Ja, sehr, sehr interessant. Achtung, was macht denn der Neuer draußen am Flügel? Spielt der letzte Mann? Klärt da. Abseits, oder was? Ging's. Polter, muss er da hin? 1 gegen 1. Grätsche, klasse. Ja, Choupo-Moting ist im Spiel. Für Harry Kane zur Sicherheit. Ja, ja, macht Sinn. Davis vorbei, klasse, linker Flügel, wunderbar, Davis und die Flanke abgewehrt zur Ecke. 8 Minuten durchhalten. Schauen wir mal, Eckball für die Bayern. Auf der linken Seite. Kurz am Pfosten, verlängert, dann abgewehrt. Nochmal Vorsicht. Tell am Strafraum, Tell am Platz, schießt, Tell! Geblockt zur nächsten Ecke. Ich grüße nochmal alle, aber ihr habt schon einiges verpasst. Tut mir leid. Für alle, die jetzt dabei sind. War einiges los hier. Ich empfehle euch, die Highlights anzuschauen. Eckball wird zurückgelegt an den Strafraum. Musiala. Musiala schießt! Aus 16 Metern übers Tor hinweg. Ja, wir werden es morgen erleben. Ob Leverkusen morgen die Puste ausgeht. Am Donnerstag war es ja fast soweit. Fast. Aber nur fast, dass Leverkusen verloren hätte. Morgen in Freiburg. Ja, wird nicht einfach werden, mit Sicherheit. Aber die spannende Frage wird sein, ob die Bayern wirklich noch was tun können, ne? Aufholen können. Pavlovic hat tatsächlich einen Cut an der Schläfe, so wie es aussieht. Ja, das gibt morgen sicher so ein schönes blaues Auge, sag ich mal, vermute ich mal, irgendwie, ja, hoffentlich bis nächste Woche, Samstag im Länderspiel, dann wieder fit. Und Harry Kane dasselbe, mit seinem Fuß, sah jetzt nicht ganz so dramatisch aus bei Harry Kane, aber, ja, sicher, sicher, so, schon mal Ding. Muss ja schon mal Ting! Kann den Ball nicht stoppen, Tell! Ah, Doppelpass! Und dann kann schon mal Ting dann den Ball nicht verarbeiten. Wunderbare Chance hier. Schade. Fehler im Aufbau bei Darmstadt. 2 gegen 1 und dann schon mal Ting. Probleme bei der Ballannahme. Ei, 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 ei.
Da stimmt, dass Freiburg auch am Donnerstag gespielt hat. Aber Freiburg hatte was gut zu machen, denke ich mal. Ne? Nach dem schlechten Spiel gegen West Ham. Wieder schon mal ein Ding. Links und auch noch zu Hause. Ne? Das gibt auch noch mal einen Push. Ich denke mal, da ist Freiburg in der guten Position. Also nächstes Live-Spiel auf diesem Kanal in einer Woche erst. Ja, tut mir leid, ihr müsst durchhalten, eine Woche lang. Nächsten Samstag dann Frankreich gegen Deutschland. Länderspiel. Ja, vorletzter großer Test von Julian Nagelsmann vor der EM. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Musiala. Musiala, in der Mitte. Auf Leimann, einmal Platz, er schießt! Ah! 17 Meter, da am Tor vorbei. Darmstadt, Darmstadt. Achtung, über links. Pass zurückgelegt. Schuss noch Pfosten! Meine Fresse! War das Polter? Junge, Junge, Junge. An den linken Pfosten geht donnert das Ding. Weiter geht's. Wieder Darmstadt über links. Flanke in die Mitte, Kopfball. Ach, da fliegt Polter vorbei. Ist schon groß. Und dann Kimmich vor sich. Neuer. Neuer, die Kugel ist sicher. Eieieiei. Dann jetzt schon dann hier. Polter. Poltert an dem Pfosten. Das Ding. Wahnsinn. Hätte Neuer keine Chance gehabt. Ja, bin auch der Meinung, dass Rudi Völler das durchgezogen hätte müssen bis zum EM-Finale und dann erst einen neuen Bundestrainer. Aber gut, so ist es halt. Let's go. Ja, aber die Leimer, letzten zwei Minuten offiziell. Davis. Tell am Strafraum. Rüber auf Kimmich. Lupfer in den Strafraum. Ach, zu schlecht. Achtung, nochmal Goretzka, Ball. Goretzka. Stocher da rum. Wohin damit? Raus mit dem Ding. Sagt Darmstadt. Davis. Gnabry. Gnabry. Leimer. Tell. Musiala, Musiala. Rüber auf Kimmich, rechte Seite, Flanke. Nein, Schuhen hat den Ball. Ja, nach dem Spiel nicht davonlaufen, bitte. Nach dem Spiel werden wir wieder alle Zahlen, Daten und Fakten hier analysieren. Ergebnisse und die Tabelle natürlich, ist klar. Der ersten und zweiten Bundesliga. Nachspielzeit, 8 Minuten Nachspielzeit. Ja, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Okay. Ja, wird doch lange werden hier. Ne? Na, bravo. Langer Ball nach vorne von dir in den Strafraum. Geklärt.
Musiala wieder gegen zwei, Foulspiel. Ja, eine gute Frage, was ich zwischen Montag und Freitag mache. Ganz gute Frage. Ich schaue mir nochmal die Best of FC Bayern an wahrscheinlich. Der letzten 30 Jahre. Nein, ich weiß es nicht. War nur Spaß. Aber ab und zu ist so eine Pause auch mal gut. Da kommt man wieder mal ein bisschen runter, da, und kann sich ein bisschen spannen und auch die Stimme ein bisschen schonen, auch klar. Der Davis nochmal. Noch 6 Minuten Nachspielzeit, um Gottes Willen. Schlimmer als bei der WM. Leimer. Tell im Strafraum. Achtung! Tschüss, Tell und Tor! Der Mattes, der Tell, der macht doch ein Ding rein! Ja, Darmstadt schaut dazu, wie der Choupo-Moting den Ball annehmen kann. Und dann hüpft der Ball dann zu Tell. Der steht 2 Meter neben ihm. Und dann haut Tell einfach mal drauf und das Ding ins Tor hinein. Oh je, 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 je. Ja, Darmstadt muss sich nicht wundern, wenn sie am Schluss dann 5-1 verlieren. Defensiv leider ein paar Fehler gemacht heute. Ja, mein Tipp ist jetzt auch wieder vorbei. Schade. Ne? 5. Tor von Tell in der Bundesliga-Saison. Noch 4 Minuten knapp bis zum Ende. Achtung. Nochmal die Darmstädter. Ah, Tor! 5:2! Jeder darf mal. Hier, bitte. Noch einmal. Steigen Sie ein. Jeder darf mal schießen. Einwurf Darmstadt. Gnabry verpasst da, Leimer geht nicht richtig hin, ja, und dann Doppelpass, da haben schon am Flügel, Flanke in die Mitte, Hacke, Spitze 1, 2, 3, und drin ist das Ding. Meine Fresse, hier Polter mit der Flanke, oh, mit der Hacke, oder? Das war er, der, wie heißt der? Den habe ich heute noch gar nicht gesehen, so großartig. Das war der Herr Wilhelmsson, mit der Hacke, glaube ich, war das. Ha! 5:2. So wie auf der Playstation, ja. Wilhelmsson. Tatsächlich. So, na? Jetzt passt wieder alles. Die gewohnten Bayern sind da.
Jetzt hat euch die Sprache überschlagen, ne? Chat total still. So, die letzten 90 Sekunden. Da haben jetzt einige jetzt schon zu früh abgeschaltet, glaube ich. Tut mir leid. Nochmal Musiala. Bleibt hängen da mit dem Solo. Letzten 10 Sekunden. Nochmal Gnabry am Flügel, rechte Seite am Strafraum. Gnabry im Strafraum an der Grundlinie, Flanke in der Mitte. Na, verpassen alle. Schade. Und jetzt ist vorbei, oder? Yes. Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen. Ja, souverän würde ich sagen. Mit 5:2. Wahnsinn, ne? Was für eine Partie. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Dann noch einen Daumen landen lassen am Schluss. Aber jetzt haben wir natürlich noch einiges vor uns. Wir müssen noch die Ergebnisse anschauen, die Tabelle. Ja, damit wir Bescheid wissen, was Sache ist hier. So, einen Moment. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch schnell hier die Folie aktualisieren, den Ton ausmachen. Und dann kann es gleich losgehen, ja. Sekunde, das da noch. Und jetzt noch das da und das da und das da. So, also, dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Habt ihr was vorbereitet hier? Und zwar, wo ist sie? Hier. Genau, also, die Ergebnisse. 26. Spieltag. Köln gegen Leipzig bereits gestern 1:5. Union gegen Bremen, da steht es momentan noch 2:1. Wolfsburg, Augsburg 1:3. Mainz gegen Bochum steht es momentan noch 2:0. Heidenheim gegen Gladbach 1:1. Und die Bayern gewinnen gegen Darmstadt 5:2. Heute Abend noch Hoffenheim gegen Stuttgart und morgen dann Freiburg gegen Leverkusen und Dortmund gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das ergibt folgende Tabelle, die blende ich auch mal ein, Sekunde. Und zwar sieht das Ganze so aus, wo sind wir denn hier? Genau, hier ist sie, die Tabelle. Also, Leverkusen weiter auf 1, momentan 7 Punkte Vorsprung, aber ein Spiel Rückstand, noch ungeschlagen. Die Bayern dahinter. Ja, souverän, zweiter würde ich sagen. Torverhältnis ist jetzt gleich, plus 47, beide. Ne? Da haben die Bayern heute wieder was getan dafür, dass es gleich wird. Aber 31 Gegentore, die Leverkusen hat nur 16. Ne? In derselben, fast selben Spieleanzahl, Wahnsinn. Stuttgart dritter, ja, können heute den Rückstand auf die Bayern wieder gleichsetzen auf 7 Punkte. Ne, auf, Schwachsinn, auf 4, sorry. Wenn sie gewinnen, dann Leipzig ist Vierter momentan mit 49 Punkten, also 4 Punkte vor Stuttgart, hinter Stuttgart, 2 Punkte vor Dortmund. Wenn Dortmund morgen gewinnt gegen Frankfurt, dann kann Dortmund wieder auf 4
springen. Ja, ganz wichtiges Spiel morgen. Dann Eintracht auf Platz 6. Da ist es egal, was sie morgen machen. Die sind weiter Sechster, denn die haben 7 Punkte Rückstand auf Dortmund und 5 Punkte Vorsprung auf Augsburg. Ja, Augsburg ist mittlerweile Siebter. Tatsächlich, ja. 5 Punkte hinter Frankfurt. 2 Punkte vor Hoffenheim. Hoffenheim ist Achter. Die könnten aber heute Abend noch, wenn sie gewinnen gegen Stuttgart, vor Augsburg rutschen. Dann Freiburg ist Neunter mit 33 Punkten. Könnten auch was gewinnen, wenn sie morgen gewinnen gegen Leverkusen. Aber das wird natürlich sehr schwer werden. Zehnter ist Bremen. 30 Punkte. 3 Punkte hinter Freiburg und Hoffenheim. Dann Heidenheim ist Elfter mit 29. Gladbach ist 12. mit 28, genauso wie Union Berlin ist 13. mit 28 Punkten. Wolfsburg rutscht weiter ab auf 14. mit 25 Punkten, genauso wie Bochum ist 15. mit 25. So, das sind die gesicherten Plätze. Und dann bereits 6 Punkte dahinter, Mainz 05 als 16. gehen jetzt einen Platz vorbei, ja, an Köln vorbei. Köln ist 17. jetzt mit 18 Punkten, also die beiden Karnevalshochburgen, sag ich mal, Mainz und Köln, da geht es ums nackte Überleben in der Bundesliga. Ja, und ganz hinten drin der SV Darmstadt, 13 Punkte, 2 Siege nur bis jetzt. Tja, wir werden sehen. Aber Darmstadt, glaube ich, wird dieses Jahr mit Sicherheit nicht überleben, ja, so wie es aussieht. So, wir schauen uns mal die zweite Bundesliga an, auch mit den Ergebnissen. Sekunde, blende gleich mal ein, soweit sie vorliegen. Ne? Die spielen ja noch morgen hauptsächlich. So, und zwar hat man da gestern Osnabrück-Düsseldorf 0-4, Paderborn-Braunschweig 1-2, Rostock führt 1-0. Dann haben wir hier Nürnberg gegen St. Pauli 0-2. Elversberg gegen Holstein Kiel 0-2 und dann heute Abend noch Hannover, Kaiserslautern und morgen Hertha gegen Schalke, Hamburg gegen Wien-Wiesbaden und der KSC gegen den ersten FC Magdeburg. Die Tabelle sieht wie folgt aus in der zweiten Bundesliga. Die schauen wir uns auch gleich an. Wo ist er denn? Na, da. Und zwar St. Pauli weiter auf 1, immer noch, ja. Haben jetzt 5 Punkte weiterhin Vorsprung vor Kiel. Hat sich nichts geändert. Die wiederum haben 6 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Morgen spielt der HSV. Wenn der HSV gewinnt, dann könnten sie wieder mit Fortuna Düsseldorf gleichziehen. Ja, aber der HSV muss kämpfen um den Aufstieg. Ja. Da ist nichts sicher momentan. Aber weiterhin rockt der Norden die zweite Bundesliga. Dann Hannover auf 5. Punktgleich mit dem SC Paderborn. Ja, auf 6, Greuther Fürth auf 7 mit 38 Punkten, Nürnberg ist 8. mit 36, der KSC ist 9. mit 35, genauso wie der Elversberg als 10. mit 35, die Hertha aus Berlin ist 11. mit 34, die könnten, wenn sie morgen gewinnen, einen guten Sprung machen, nach vorne auf Platz 9, ja, oder? Geht denn noch mehr? Nee. Doch, tatsächlich, auf 8 sogar könnten sie springen, wenn sie morgen gewinnen, ja? Gegen Schalke. Magdeburg ist 12., 3 Punkte hinter die Hertha. Wiesbaden ist auch punktgleich mit Magdeburg auf 13. Schalke nur 14., 30 Punkte. Selbst bei einem Sieg kommen sie nur auf Platz 12 vor. Dann Kaiserslautern, oje, mini, 15., momentan 28 Punkte. Die müssen heute unbedingt gewinnen, ja, damit sie mal da hinten ein bisschen Luft bekommen. Ansonsten wird es düster. Ne? Rostock, die haben ja gewonnen heute, sind 16. punktgleich jetzt mit den Lauterern. Braunschweig hat heute auch gewonnen, ne? Leider, aus Sicht der Lauterer. Die sind 17. Ja, und dann bereits abgeschlagen auf 18, 9 Punkte dahinter der VfL Osnabrück. Gut, das war's für heute. Das war's von dieser Woche. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, es war unterhaltsam. Wenn ja, teilen, liken, weiterempfehlen, überall, wo es um Fußball geht, Watchpartys, Reactions und so weiter und so fort, damit auch andere in den Genuss kommen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende, würde ich sagen, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, wie auch immer, und eine schöne Woche. Und dann, ja, geht's am nächsten Samstag
Länderspiel Deutschland in Frankreich wieder zur Sache. Also, bis dahin.